Wir alle sind Gefangene. Wir sind alle Gefangene unserer selbst. Wir sind wie in einem panoptischen Gefängnis und sind uns dabei selbst Wärter. In der Mitte des panoptischen Gefängnisses ist ein kleiner Turm und da steht nur ein Wärter drin, der alle Insassen gleichzeitig rundherum kontrolliert. Und jeder der einzelnen Insassen kann nie wissen, ob er gerade angesehen wird oder nicht. Und nur das schiere Bewusstsein, es könnte sein, dass der kleine Mann in der Mitte gerade guckt, bringt die einzelnen Insassen auf Spur. Und genau so ist es mit uns selbst und mit den ganzen kleinen Geistern, die in uns ihr Unwesen treiben. Beispielsweise sitzt in Zellenblock A47 ein Griesgram, ein schwieriger Kerl. Derjenige in uns, in uns selbst, der in die Welt hinausschaut und alles Misstrauisch beäugt. Sieht er eine Spendengala, so sagt er, ach, das ist doch alles Schall und Rauch und das stimmt doch alles überhaupt gar nicht und die wollen sich doch nur bereichern und die wollen doch alle nur sich selbst auf die Schulter klopfen und so, ne? Und in dem Moment, wo er das sagt, ist der kleine Mann in der Mitte, der hier in diesem Gefängnis sitzt, zur Stelle und guckt ihm genau in die Augen, zeigt mit dem Finger auf ihn und sagt, Moment, was sagst du da? Und der Griesgram ist auf Linie gebracht und schweigt. Man muss sich diesen kleinen Turm wie das Zentrum unseres Gehirns vorstellen, das unsichtbare Innere. Und dieser kleine Mann ist ein Agent. Aber er handelt nicht in unserem Auftrag. Er handelt im Auftrag der Gesellschaft. Oder besser, er handelt im Auftrag dessen, was wir für die Gesellschaft halten. Eigentlich ist dieser Raum dort leer. Aber wir können die Leere nicht aushalten. Denn ohne die kleine Person in der Mitte, die uns sagt, wo wir hingucken sollen und wie wir denken sollen und was richtig und was falsch ist und die den Griesgram in Zaum hält, ohne das alles sind wir gar nicht lebensfähig. Wir brauchen irgendeine Leitungsmacht. Wir brauchen irgendeine Form von Führung. Nun, und Autonomie, so würde Immanuel Kant vielleicht einwenden, besteht darin, dass man sich dann selbst ein Gesetz gibt. Dass man hier hingeht und sagt, ich verweigere dir Gehorsam und entscheide selbst, wen ich dort in die Mitte setze und was er mir sagt und sagen darf. Die Selbstgesetzgebung wäre das. Die Schwierigkeit der Selbstgesetzgebung ist, dass man so gut wie alles darin hineinlegen kann. Wovon muss dieser kleine Turm in uns gefüllt sein? Wenn er leer bleibt, bricht die Hölle los und alles disintegriert. Das Gefängnis aufzulösen, das Gefängnis der Realität, das Gefängnis der Wahrnehmung, bedeutet den Menschen aufzulösen und die Realität selbst aufzulösen. Dies alles sage ich mit Blick auf Michel Foucault, Slavoj Žižek, jemanden, der im Laufe dieses Kurses, so nenne ich es jetzt mal, noch eine Rolle spielen wird, mit Blick auf Sigmund Freud, mit Blick auf Kant, mit Blick auf sehr viele Aufklärer. Und ich kann es nicht alles auf einen Namen runterbrechen. Und doch bewege ich mich im Dunstkreis dessen, was man wohl Psychoanalyse nennen kann, wenn ich so spreche. Und zur Psychoanalyse gehört eben auch so etwas hier. Dieser kleine Flipchart, diese kleine Darstellung, die von einem Kind hätte gezeichnet sein können, versucht, möglicherweise stümperhaft, aber doch brauchbar, das Verhältnis von Unbewussten und Bewussten darzustellen. Gleichzeitig wird hier die typische Narrativstruktur eines Hollywood-Films gezeigt. Oder die Narrativstruktur eigentlich eines jeden Filmes oder einer jeden Geschichte. Es gibt einen Anfangspunkt. Dann wird man in ein Abenteuer hineingerufen.
Und dieses Rufen ist dann auch immer etwas, das man erst gar nicht gewollt hat. Es ist der erste Einbruch, das erste seltsame, surreale Element. Ein von außen kommendes und unerwartetes Ereignis, das einen hineinzwingt in diesen Kreis, auf diese Reise. The Hero's Journey. Die Reise, die einem wegführt aus dem Altbekannten, aus dem Zuhause und die einen in die Welt treibt. Aber nicht in erster Linie in die äußere Welt, sondern in die innere Welt. Wo die eigentliche Wahrheit und das Grauen und die Ängste liegen. Nun ist es aber so, dass die ganzen Psychoanalytiker und Denker, die ich alle immer so vorgestellt habe in den letzten Videos, sich nicht unbedingt immer einig waren, wie das denn auszusehen hat. Ob es einen Gott gibt, ob es keinen Gott gibt, wie es da unten aussieht und ob es gefährlich ist und wie weit man gehen soll und was eigentlich zu tun ist. Sie alle waren sich bloß darin einig, dass man in irgendeiner Art und Weise sich emanzipieren muss. Für Foucault war es so, dass er sagte, eigentlich gibt es keinen Gott. Und wir sind immer nur in Kreislogiken, in, mit Wittgensteins Worten, in Spielen der Sprache. Und diese Sprache definieren die Grenzen, in denen ich mich selbst ausdrücken kann, und die Grenzen meiner Welt. Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt, sagte Wittgenstein. Und Foucault würde hinzufügen, die Art und Weise, wie Sprachen definiert werden und wer wann wie wo was sprechen darf, in welchem Kontext, ist Teil eines Wissens- und Machtapparates, der zirkulär ist und der wie im Sprung von einem Zirkel in den anderen springt. Und die Zirkel haben nichts miteinander zu tun und sind willkürlich und ohne Beziehung zueinander freischwebend im Raum. So nimmt er, Foucault, die abstrakte Ordnung wahr. Als Nichtordnung, als Perlen der Ordnung, die mehr oder weniger chaotisch entstanden sind und Gebilde, die sehr fragil sind, hervorgebracht haben, die er Episteme nennt, die von Generation zu Generation wechseln. Für Foucault gibt es keine universelle Wahrheit. Keine innere Hölle, keinen Schatten, mit dem man sich auseinandersetzen muss, keine Schuld, nur den mechanischen Reflex gesellschaftlicher Moral, der unser Urteil bestimmt und der von den mächtigen Instanzen der Ideologie vorgegeben worden ist. Diese ideologischen Instanzen, mit Blick auf die drei Kreise, die hier links eingezeichnet sind, sind aber verstellbar, chaotisch und haben keine innere Wahrheit. Sie sind willkürlich und dahinter verbirgt sich nur die Willenlosigkeit des Menschen. Das, was man hier in der Mitte sieht, ist bloß eine Einbildung, eine Wahnvorstellung. Für Foucault ist der Startpunkt unten und der Pfeil geht nur nach oben. Und das Ziel ist die Eroberung des Himmels und der Moral. Nicht in die Tiefen hinabzugehen, sondern nach oben zu steigen. Und selbst zu bestimmen, selbst zu definieren, wer und was im Mittelpunkt des Rondells ist. Das Rondell bleibt leer und muss leer sein. Und die Leere und die Negativität, das Nichts in der Mitte, muss geschützt und gepflegt werden. Denn alles ist Umwelt, alles ist Außen. Der Blick ins Innere verrät uns gar nichts. Und wenn, dann nur etwas über die medizinische und biologisch beobachtbare Willenlosigkeit des Menschen. Im Ausleben, in der Flucht nach vorn, liegt der Ausweg. Alles, was hinter uns liegt, ist Folter und Grausamkeit. Die Geschichte hat keine Lektion für uns, die es würdig wäre, gehört zu werden. Wir müssen eigene Narrative schaffen und alles neu machen. Das Alte muss weg. Der Abgrund ist das Maß aller Dinge. Im Abgrund leben und sterben wir und vergehen als bedeutungsloser Unrat der Geschichte. Wir sind nichts und wir waren nie etwas, und jede Offenbarung ist nichts als ein Sammelsurium der Lügen.
in dem es nichts zu finden gibt außer Terror, den wir nur mit dem schwachen Schwert der technischen Vernunft in unserer zitternden Hand den Kampf erklären können. Foucault ist wie Judas, der sich gegen die göttliche Ordnung wehrt, sie negiert und sagt, das, was man hier sieht, The Hero's Journey, ist ein albernes, dummes Kinderbild. Es bedeutet gar nichts. Call to Adventure, Meeting a Mentor. Dummes Zeug. Call to Adventure heißt willkürliches Ereignis. Meeting a Mentor heißt ein ideologischer Apparatus in Gestalt einer Person, sagt dir, wie du die Welt verstehen sollst. Crossing Threshold, also eine Schwelle überschreiten, bedeutet bloß, dass du dich herabwürdigst in die Ideologie, eintauchst und alles frisst, was du an dir sagst. Du übst dich ein und du nennst es Wiedergeburt und mit der Wiedergeburt bist du ganz und gar der Ideologie ausgeliefert. Und manches davon ist wahr. Einiges sogar. Denn oft wird irgendein Apparatus aufgebaut, der von außen kommt und der mir sagen soll, so und so und so muss der kleine Mann in der Mitte aussehen. Und ich bin wieder in die Falle getappt, wie jedes Mal. Und anstatt, dass ich tatsächlich die Schwelle überschritten hätte, tatsächlich irgendwie einen inneren Weg gegangen bin, bin ich bloß dem Meister hinterhergegangen, dem Mentor, der mir begegnet ist, der mich eben nicht auf meinen eigenen Weg gebracht hat. Hier übrigens gibt es eine Überschneidung auch dieser Psychoanalyse, ja, und des Buddhismus, die sehr, sehr auffällig ist. Denn an einer Stelle sagt Buddha, wenn ich dir auf deinem Weg begegne und du mich am Rand meditieren siehst, dann beachte mich nicht und geh einfach weiter. Was nicht bedeutet, dass ich jetzt Buddhist bin oder sonst irgendwas. Ich will nur sagen, das ist eine interessante Idee, wo man eben sehen kann, dass man diesen inneren Weg, der voller Gefahren ist, ganz genau beobachten muss und genau gucken muss, wann kommt man ins Heteronome, wann hat Foucault recht und die Macht der Welt wird wieder Herr über einen. Und genau all das, was Foucault beschreibt, ist das, was hier in der Hölle passiert. Nur, dass Foucault aus der Hölle nicht raus will. Er steht in der Hölle und schaut nach oben und sagt, es gibt nur Tod. Und das ist der fundamentale Unterschied zwischen Foucault und sehr vielen anderen Denkern. Gerade auch zwischen Foucault und christlichen Denkern. Heidegger war sicherlich kein christlicher Denker. Aber Heidegger hat eine weitere sehr interessante Beobachtung gemacht. Denn in Bezug auf die Entscheidung stellte er fest, dass jede Entscheidung bedingt ist durch eine Entscheidung zuvor. Die ultimative Entscheidung, so sagt Heidegger, ich formuliere es jetzt in meinen Worten, ist die Entscheidung zum Leben. Der Schritt nach vorn. Die Entscheidung dazu zu sagen, ja, ich nehme das an. Und eigentlich sind wir hier schon, würde Foucault sagen, korrumpiert. Denn dann sind wir ja nicht wirklich jemand, der die Subjektlosigkeit des Menschen akzeptiert. Für Foucault gibt es kein Subjekt. Das Gesicht des Menschen verschwindet im Sand. Was Heidegger vorschlägt und nicht zu Ende gebracht hat, und das kann man unterschiedlich bewerten, ist eben zu sagen, wir müssen nach vorne gehen. Wir müssen das Geworfensein ins Sein als Aufruf zum Abenteuer akzeptieren. Und die Entscheidung loszugehen, zwingt uns zum Weg nach vorn. Wir müssen in den Akt. Wir können nicht ewig im Denken bleiben. Wir müssen Entscheidungen treffen. Wir müssen vor aller Entscheidung die Entscheidung treffen, überhaupt Entscheidungen zu treffen. Wir brauchen einen Grundoptimismus. Denn wenn wir vollkommene Pessimisten wären und nicht irgendeine Art von Initiationselement des Glaubens hätten, dann würden wir einfach sitzen bleiben und gar nicht loslaufen. Aber wie denn dann laufen?
ziellos oder doch im Kreis oder nach oben und vorne weg aggressiv die Welt neu gestalten und neu erobern. Aber wenn ich die Welt neu erobere, was tue ich dann? Gebrauche ich dann nicht auch wieder nur die ganzen alten Lügen und kann nur neue Lügen erschaffen? Wie kann Foucault glauben, dass er aus Lügen Wahrheit erschaffen kann? Ist nicht Foucault derjenige, der sich im Kreis dreht? Und ist sein Ausbruch aus dem Kreis nicht eigentlich nur ein unglaublich gedehnter, langer Kreisweg, der wie eine Linie erscheint? Foucault meint, ich treffe Entscheidungen unbewusst. Und dann erschaffe ich einen Rahmen. Irgendeinen Deutungsrahmen. Die Demokratie, die Monarchie oder was auch immer. Und begründe innerhalb dieses Rahmens, innerhalb der Begriffe und Spielsysteme der Sprache, was ich ohnehin von Anfang an tun wollte. So lasse ich es aussehen, als sei meine Entscheidung alternativlos. Ich determiniere mich, ohne es zu merken. Ich erschaffe die Welt als gesprochenes Gerüst durch dieses selbst geschaffene Korsett. So kann man es zusammenfassen. Doch Sigmund Freud, ebenfalls Psychoanalytiker, früher gelebt als Foucault, Foucault 1900, Anfang 20. Jahrhundert, dann Heidegger hier in der Mitte, Mitte 20. Jahrhundert, Freud sehr frühes 20. Jahrhundert. Freud würde einwenden, es gibt noch so etwas wie den Trieb. Und der Trieb ist es, das ist ja sehr nah an Foucault, würde ich sagen, der unser Dasein bestimmt. Er ist die übersetzte Form des Instinktes, von dem sich der Mensch gelöst hat. Was meint dies? Trieb und Instinkt sind für Freud nicht dasselbe. Sie sind beinahe das Gegenteil voneinander. Der Instinkt ist roh, sprachlos. Er hat keine imaginäre Form. Ja, der Instinkt ist nicht wie ein Bulle, der vorprescht und auszieht, um sich etwas zu erobern und um im sexuellen Kampf um Überlegenheit versucht, sich ein Weibchen zu erobern. Nein, das ist ein sprachliches, neurotisches Gefasel von Menschen. Tiere sind nicht so. Der Bulle hat solche Denkfiguren nicht. Der ist in einem strikten Programm, in einem Instinktprogramm und er ist insofern reines Über-Ich. Der Bulle folgt dieser Kreislogik, aber er ist immer in Spur. Er kann nie aus dem Kreis ausbrechen. Der Mann in der Mitte des Rondells ist beim Bullen ein ganz, ganz klar funktionierendes System. So etwas in der Art hat auch versucht René Descartes zu beschreiben, als er die Tierwelt wie einen Mechanismus beschrieben hat. Das ist sicherlich nicht ganz richtig, aber der Kerngedanke ist nicht so falsch. Denn die Instinkte der Tierwelt, und das sagte schon Darwin, lassen sich so nicht auf den Menschen übertragen. Die Zuchtwahl der Bullen, der Rinder, funktioniert ganz anders als die des Menschen. So Darwin. Und Freud sagt, das stimmt. Das lässt sich leicht beobachten. Deswegen ist der Trieb das, was der Mensch aus dem Instinkt macht. Der Mensch hat diese Instinkte und übersetzt sie in Triebe. Und die Triebe sind die imaginierte Form dieses Instinktes. Der Mensch interpretiert sein eigenes Erbgut, seinen Instinkt. Doch in dieser Interpretation des Instinktes wird er vom Instinktanteil in sich korrumpiert, sagt er ferner, wodurch Kultur entsteht. Über-Ich und Es. Das Über-Ich ist der kleine Mann im Rondell, der immer sagt, wie wir sein sollen, der unsere Ideologie prägt und in Wort und Tat umsetzt und einfordert. Das Es ist das Wilde und Chaotische, das ausbricht, wenn der Mensch kein Über-Ich mehr hat. Das ist kontrolliert. Aber das Es ist weder gut noch böse. Es ist der Instinktanteil. Das Problem ist,
Eigentlich gibt es ohne Über-Ich auch kein Es. Denn der Mensch hat ja keinen richtigen Instinkt. Er hat keinen natürlichen Zugang zum Instinkt. Das veranlasste einige Schüler Freuds, wie beispielsweise Lacan, so etwas zu sagen wie: Eigentlich hat die Sexualität, gibt es keine natürliche Sexualität. Es gibt kein natürliches Sexualleben, keinen natürlichen Sexualinstinkt. Es gibt nur den Trieb. Der Trieb ist der Ersatz für den fehlenden Instinkt. Eine Nachahmung, könnte man sagen. Und hier besteht auch sehr viel Diskussionsbedarf. Hier sind sich die Herren ganz und gar nicht einig. Sie sind sich ganz und gar nicht darüber einig, wie das, was hier nicht im Bild, in ihren Hosen stattfindet, zu bewerten und zu interpretieren ist. Aber sie haben sich ausgiebig auf sehr, sehr hohem Niveau damit beschäftigt. Und genau das meint Freud. Genau das ist eben Kultur. Genau aus diesem Konflikt zwischen dem eigentlichen Bedürfnissen und dem, was das Über-Ich dazu sagt, und dieser seltsamen Komposition entsteht die Kultur und das Fragen nach dem Dasein und dem Menschsein. Und sein Beispiel dafür ist der Ödipus. Da gibt es diese berühmte Sage vom Ödipus. Die geht so. Es gab einen König, der ging zu einem Orakel. Und dieses Orakel sagte ihm: Dein Sohn wird dich töten und deine Mutter heiraten. Da erschrak der König. Und der Sohn, der geboren wurde, der kleine Ödipus, den lässt er im Wald aussetzen. Er wird von Hirten hoch großgezogen, dieser Ödipus. Und wird zu einem jungen, starken Mann, der eines Tages loszieht und auf der Straße eine Karawane sieht. Er weigert sich, aus dem Weg zu gehen. Der Karawanenführer springt auf die Straße. Es kommt zum Kampf. Ödipus erschlägt den Karawanenführer und zieht weiter, ohne zu wissen, dass das der König ist und sein Vater. Jetzt ist es so, dass die Königin keinen Mann mehr hat. Aber im Land gibt es eine große Gefahr, nämlich die Sphinx. Die Sphinx stellt jedem, der zu ihr kommt, Rätsel. Die Sphinx ist das Monster, was man hier rechts im Bild sieht. Und wenn der Mensch das Rätsel nicht lösen kann, frisst sie den Menschen. Und die Königin sagt: Ich heirate denjenigen, der das Rätsel der Sphinx löst. Und so geht auch Ödipus zur Sphinx. Und die Sphinx stellt ihm das Rätsel. Was geht morgens auf 4 Beinen, mittags auf 2 Beinen und abends auf 3 Beinen? Und Ödipus antwortet: Das ist leicht. Das ist der Mensch, der als Kind auf 4 Beinen geht und dann erwachsen wird und auf 2 Beinen geht und im Alter mit dem Stock auf 3 Beinen. Das Rätsel ist gelöst, der Fluch der Sphinx gebrochen und Ödipus verheiratet sich am Ende mit seiner Mutter. In dem Moment, wo er davon erfährt, durch einen Zufall, fällt es ihm sprichwörtlich wie Schuppen von den Augen. Er nimmt ein Messer und sticht sich die Augen aus. Mit blutenden Augen rennt er aus dem Tempel und zieht in die Wildnis. Und so ähnlich funktioniert auch unsere Kultur und unser Verhältnis zur Sexualität. Wir sind im permanenten Konflikt, weil die ersten Figuren, die uns begegnen, als Kinder, sind unsere Eltern. Und unsere ersten sexuellen Gefühle haben wir auch mit Beziehung zu unseren Eltern entwickelt und aus dieser Beziehung. Und man kann feststellen, bei kleinen Jungs beispielsweise, dass sie sehr oft sowas sagen wie: Ich will die Mama heiraten. Und dass sie sehr oft in Konkurrenz, wenn nicht sogar immer in Konkurrenz mit dem Vater treten. Das ist eine bestimmte Phase, die ödipale Phase. Und irgendwann schafft der Mensch es, sich daraus zu lösen und aus diesem Konflikt herauszugehen und geht dann in die genitale Phase über, im Idealfall. Was würde ich mit all dem sagen? Naja, das hat alles sehr viel mit Psychoanalyse zu tun und mit Foucault. Weil das der Versuch ist, die Hölle zu beschreiben und wie sie entsteht und wieso wir tun, was wir tun.
Wieso Menschen beispielsweise, gerade Männer, Kastrationsangst haben. Wieso sie sich davor fürchten, insbesondere Väter, sich davor fürchten, dass ihre Söhne ihnen den Platz wegnehmen. All diese Dinge tauchen in den griechischen Sagen auf. All diese Dinge lassen sich auch bis zu einem gewissen Grad beobachten. Und unser Triebleben ist durch sehr viele unterschiedliche Bedürfnisse bestimmt. Und das, was Freud dort beobachtet hat, war zu seiner Zeit noch sehr dunkel. Und er konnte es auch nicht genau deuten. Ihm war nicht klar, was die eigentliche Struktur des Triebes ist. Er hat nur gesehen, dass es zerstörerisch ist und durch den Mantel der Kultur eingefangen wird. Zu Freuds Zeiten war viel Anlass zum Pessimismus gegeben. Denn es gab so gut wie überhaupt keine positiven Zeichen der Zeit. Alles war auf Krieg getrimmt. Die Welt war ein Schlachtfeld. Auch die Politik. Es war grauenvoll. Und so hat Freud nichts anderes gesehen um sich herum als Terror und das Grauen. Und er musste sich fragen, was war denn zuerst da? Der Instinkt? Der Wille im Menschen, sexuell aktiv zu werden? Oder die Struktur, die ihm sagt, in welchem Rahmen er sexuell aktiv wird? Und das ist für Foucault natürlich leicht zu sagen. Ja, die Struktur natürlich, die uns sagt, wie wir sexuell aktiv werden sollen. Ja, aber worauf greift die Struktur zurück, würde Freud dann auch fragen. Was wird denn da aktiviert durch diese Struktur? Was wird instrumentalisiert im Menschen und durch diese Bilder? Was muss denn da kontrolliert werden durch die Kultur überhaupt? Warum brauchen wir denn diesen kleinen inneren Mann, der in der Mitte des Gefängnisses sitzt, des Korsettes, das wir uns selbst geschaffen haben und uns sagt, was wir tun und lassen sollen? Wieso brauchen wir das? Wie sind wir als Gattung und als Kultur darauf ausgerichtet? Wir schaffen uns immer dieses Korsett. Wir sind Zoon Politikon, würde Aristoteles sagen. Eine Lebensform, die grundsätzlich nur kulturell funktionieren kann. Von Anfang an sind wir darauf angewiesen, dass unsere mangelnde Instinktabwehr, auch als Säugling, aufgefangen wird durch unsere Eltern, die uns schützen und behuten und uns beibringen, wie wir durchs Leben gehen. Aber eigentlich ist da gar nichts. Wir zirkulieren um eine Leere, aus der heraus alles entsteht. Wie kann das sein? Hier würde Heidegger sagen, der Effekt geht der Ursache voraus. Der Effekt ist die Kultur, ist das, was ich deute. Und das geht meinem eigentlichen Instinkt voraus. Ich bin ins Sein geworfen und bin immer gezwungen, irgendwie zu agieren. Heidegger geht stark vom Ich aus. Und was er nicht sieht, ist das, was Foucault sieht. Dass der Effekt in der Gemeinschaft nur spürbar ist. Der Effekt ist die Ideologie, die selbst die Ursache gibt und durch den Mythos den Entstehungsrahmen zeichnet, der die Machtentscheidungen der Autorität nachträglich rechtfertigt. Es geht immer um Macht bei ihm. Der Mythos ist der ideologische Narrativ, den der Einzelne mitträgt und dadurch immer wieder mit verursacht. Hier unterscheidet sich Foucault auch sehr deutlich von Karl Marx. Karl Marx würde gerade den letzten Satz auf keinen Fall unterschreiben. Für Karl Marx ist es eher so, dass die politischen Agenten, die Bourgeoisie, die die Ideologie zeichnen und die den Narrativ entwickeln und verbreiten, diejenigen sind, die ihn auch verursachen. Und das wirkt sich dann unmittelbar auf die einzelnen Individuen aus. Foucault, und ich stimme Foucault zu, denkt sehr viel stärker in diesem mikroskopischen Raum von Mikrokommunikation, in dem die Ideologie jeden Tag aufs Neue wieder und wieder aktiviert wird. Und er ist Heidegger hier ähnlich, aber Heidegger geht diesen Schritt eben nicht zu sehen, dass er begreift, dass es nicht alles vom Einzelnen abhängt, sondern dass es diesen Gemeinschaftsaspekt der Ideologie gibt. Und Freud würde hier noch mal etwas hinzufügen, nämlich er würde sagen, ich sagte bereits, das Unbewusste sei zeitlos. Es wird im Augenblick geschaffen und flüchtet vor dem Augenblick. Es hat einen vorbestimmten Charakter und wir sind mit dafür verantwortlich, qua Vernunft es zu ergründen. Und in diesem letzten Satz sind sich eigentlich alle drei einig. In diesem inszenierten Dialog selbst kann man ja
die Zeitlosigkeit eigentlich schon erfassen. Denn es handelt sich hier um drei Personen, die alle schon tot sind und nicht zu meiner Zeit gelebt haben und auch nicht zu gleicher Zeit gelebt haben, aber trotzdem in einem Punkt kulminieren können und trotzdem zirkulieren können und trotzdem im Unbewussten, im kulturellen Unbewussten der Menschheit gleichzeitig alle existieren. Und wir sehen, dass alle drei sich einig sind, dass was durchbrochen werden muss, der Uropuros ist, diese Kreislogik der Geschichte und des Mittelalters. Wir müssen raus. Wir müssen irgendwo anders hin. Wir müssen diesen ideologischen Kreislauf der Gesellschaft, egal wie wir ihn bewerten, ob wir ihn sehr stark vom Ich zeichnen, wie Heidegger, ob wir ihn sehr stark zeichnen von der Gemeinschaft her, wie Foucault und vom Begriff der Macht her, oder ob wir ihn sehr stark innerpsychisch begreifen als inneren Konflikt, der nicht gelöst ist und voller Fragen, was ich für die realistischste Position halte, wie Freud es tut. Alle drei sind sich einig, wir müssen da raus. Es gibt in dieser Hölle in uns das Grauen. Auch Foucault erkennt das Grauen in der Geschichte, aber er fasst es physischer, nicht so metaphysisch wie beispielsweise Heidegger. Was ist dieser Uropuros? Ich hatte schon den Begriff Trieb angesprochen. Trieb ist etwas, mit dem sich eigentlich alle drei ein bisschen beschäftigt haben und wo alle drei auch ein bisschen skeptisch waren. Und Foucault war sicherlich der radikalste dieser drei Denker. Er hat gesagt, wir können die Triebe und die Fantasien so gestalten, wie immer wir wollen. Es gibt keine Moral. Soweit wäre Heidegger vielleicht mitgegangen, Freud wahrscheinlich nicht, wie ich es einschätze. Aber Freud war mit sich selbst im Konflikt. Und ich hatte das auch in anderen Videos schon ein bisschen angedeutet. Freud hat ein sehr interessantes Konzept entwickelt, das ich für unglaublich stark halte. Nämlich das Konzept des Todestriebes. Und der Todestrieb ist nicht der Trieb zu töten. Und es ist auch nicht der Trieb, alles zu vernichten. Im Gegenteil. Der Todestrieb ist eigentlich ein extremes Ausquetschen des Lebens, das so exzessiv vollzogen wird, dass man dabei stirbt. Der Todestrieb ist der zu Ende gedachte Trieb. Wenn ich nur noch einer einzigen Triebstruktur nachgehe, wenn ich nur noch einen einzigen Insassen, einen großen Rondell, von dem ich am Anfang sprach, die Führung überlasse und den in die Mitte setze, dann bricht das System zusammen. Beispielsweise, wenn ich den Miesepeter, von dem ich am Anfang sprach, in die Mitte setze, dann kann ich niemandem mehr vertrauen. Und dann muss ich mich gegen alles zur Wehr setzen. Dann baue ich mir einen Bunker, in dem ich am Ende verhungere und mit niemandem mehr spreche. Um das Leben zu schützen und im Namen der Ideologie und mit der Triebstruktur, die in diesen Instinkt in uns auf eine verdrehte Art und Weise in eine Über-Ich-Logik hineintransferiert, bewege ich mich in die Richtung Tod und in Richtung Verderben. Und genau diese Bewegung Richtung Tod und Richtung Verderben, die inhärent in jedem Trieb eigentlich zugrunde liegt, hat Freud dazu veranlasst, diesen berühmten Satz zu sprechen, jeder Trieb ist Todestrieb. Der Trieb ist immer die sich selbst in den Schwanz beißende Schlange. Der Trieb ist, wenn man ihn zu Ende denkt, zerstörerisch. Ohne Führung, ohne Kontrolle, ohne Über-Ich-Instanz, ohne das, was reguliert, was Instinkte in Schach hält, ohne die komplexe Triebstruktur, die gesteuert wird durch den kleinen Mann in der Mitte des Rondells, sind wir dem Tode ausgeliefert. Und dies, befürchte ich, hat der gute Foucault nicht erkannt. Er hat das Grauen der Hölle nicht erkannt. Er hat nicht verstanden, dass es Grenzen geben muss. Heidegger hatte nicht genug Zeit, zu Ende zu denken. Er kam vom Sein zur Zeit. Das ist ein kleiner Heidegger-Joke, den ich nicht brechen kann, jetzt ist es zu kompliziert. Er ist vom Sein zur Zeit gekommen, aber hatte keine Zeit mehr, um wieder zurück zum Sein zu kommen.
Aber ich will nochmal auf diesen Todestrieb hier zu sprechen kommen. Der Todestrieb, den kann man auch sehr gut deutlich machen an so einer Figur wie Super Mario. Das Besondere an Super Mario ist ja, dass er, wenn er stirbt, immer wieder geboren wird. Dass man wieder und wieder und wieder das Spiel von neuem starten kann. Und jetzt gibt es eine sehr interessante Gruppe, die nennt sich eine Gruppe von Kaiser Mario-Spielern. Kaiser Mario ist eine im Grunde genommen gepimpte Version des klassischen Super Mario-Spiels, die so schwer ist, dass ein normaler Mensch sie überhaupt nicht spielen kann. Man muss jedes Level hunderte, tausende, zehntausende Mal, und ich meine zehntausende Mal spielen, um es bewältigen zu können. Man muss es sich ansehen. Es ist absolut unfassbar schwierig. Es ist eine schier unmögliche Aufgabe und man stirbt und stirbt und stirbt und stirbt tausende von Malen. Bis man dann irgendwann so weit ist, dass man es in sehr kurzer Zeit und mit sehr großer Finesse spielen kann. Das heißt, man muss sich die Fähigkeit erstmal erwerben durch ein unendliches Leid. So wie wenn man anfängt, Zigaretten zu rauchen. Man fängt an, Zigaretten zu rauchen und irgendwann fängt es einem an zu schmecken und man kann nicht mehr aufhören. Und so ist es bei Kaiser Mario. Man stirbt und stirbt und stirbt. Das ist ein wahnsinnig frustrierendes Erlebnis. Aber wenn man einmal ein bestimmtes Level erreicht hat, dann hört man nicht mehr auf. Und so funktioniert der Todestrieb. Und so funktioniert auch Sex. Am Anfang ist es seltsam und eklig und komisch und wir müssen es ein paar Mal machen, aber irgendwann sind wir davon vereinnahmt. Und wir scheitern. Wir scheitern und scheitern und scheitern und müssen lernen, wie man das richtig genießt. Und am Anfang ist es wenig genussvoll. So wie wenn man ein Videospiel lernt, so wie man raucht, jede Art von Triebstruktur hat dieses Element des Todestriebes in sich. Und Super Mario verkörpert das. Super Mario durch das ständige Sterben und Wiederauferstehen, durch das permanente Scheitern, hat diese inhärente Triebstruktur in sich zum Ausdruck gebracht. Interessant ist hierbei, dass diese Spieler von Kaiser Mario einen interessanten, ich würde sagen, Brauch haben. Was tun sie? Sie inszenieren große Veranstaltungen, wo die besten Kaiser Mario-Spieler, die ganz virtuos sind in diesem Spiel, innerhalb von 20 Minuten eine Palette von einer Serie von verschiedenen Leveln durchspielen und jedes Mal, wenn sie sterben, spenden sie irgendwie 10 Euro oder so. Sie sterben vielleicht 10 Mal, am Ende kommen 100 Euro zusammen. Und gleichzeitig findet noch eine Spendengala drumherum statt. Und jedes Mal, wenn es irgendwie generell ist, das bei Speedruns der Fall, jedes Mal, wenn es in einem Speedrun, in einem ganz schnellen Durchlauf von einem Spiel zu langweiligen Passagen kommt, dann werden die Spendenaufrufe gezeigt und gesagt, spendet jetzt 100 Euro oder 10 Euro. Dann kommen irgendwelche Leute und spenden und es kommen am Ende 100.000 Euro zusammen, die um dieses Ereignis und um diesen Speedrun und um dieses ganze Super Mario oder irgendein anderes Spiel herum zirkulieren. Und es wird Geld gesammelt für krebskranke Kinder. Und jetzt würde natürlich der Mensch, der sich selbst wie diese Schlange in den Schwanz beißt, sagen, das ist doch wunderbar. Der Wissende aber würde sagen, ach, das ist ja interessant. Was wäre denn, wenn es diesen Rahmen, wir verwenden den Begriff Foucault, gar nicht gäbe? Wenn man einfach nur so Super Mario spielen würde, einfach nur zum privaten Vergnügen, dann würde es als das dastehen, was es ist. Eine völlig sinnlose Tätigkeit. Aber durch den Rahmen, den man drumherum zieht, kann man den Eindruck erwecken, als wäre das, was man tut, gut. Und am Ende geht es sogar so weit, dass die Spieler, die dieses sinnlose Spiel spielen, sagen, ich spiele das doch nur, um Geld zu sammeln für die Kinder. Sie haben also ihren eigenen perversen Trieb, ihr kaputtes Leben, ja, wo sie zu Hause sitzen, jeden Tag 8 Stunden lang Kaiser Mario-Spiele spielen, eine winzige Community von ein paar tausend Leuten, in einen Rahmen gesetzt, der das Ganze veredelt und der aus dem Trieb etwas ganz Tolles macht und sagt, wir leben hier nicht unserem Spieltrieb aus und wir haben nicht ein kaputtes Leben, wir haben eine Community und wir haben Spendengelder und wir tun was für krebskranke Kinder. Das Witzige ist, in der ganzen Veranstaltung, in den 2 Stunden, wo die ganze Zeit Super Mario gespielt wird und hysterisch geschrien, wird nicht ein einziges Mal wirklich über Krebs gesprochen. Über die Gefahren und über die eigentliche Arbeit. Und es taucht auch kein einziger Mediziner auf. Das alles dient nur dazu, um das zu rechtfertigen. Genau so funktioniert das Über-Ich und der Über-Ich-Rahmen immer. Immer
erschaffen wir uns so etwas. Das funktioniert in der Religion so. Ja, das funktioniert aber auch in anderen Ideologien so. Und genau das ist eben der Punkt der Ideologie. Die Ideologie nennt sich nicht Ideologie. Sie nennt sich Charity. Oder Wissenschaft. Oder sonst wie. Und sie umrahmt das, was wir eigentlich tun. Wir sind einfach nur dumme Super Mario-Spieler. Und es wäre ehrlicher zu sagen, es ist uns alles scheißegal. Wir wollen einfach nur zocken. Aber nein, das schlechte Gewissen wird umgangen mit diesem Rahmen. Und dieser Rahmen ist das Perverse und Negative der Kultur. Und da sind sich alle einig, dass durchbrochen werden muss. Sollen die Leute jetzt aufhören, Super Mario zu spielen oder Kaiser Mario? Oder aufhören zu spenden? Soll man jetzt das alles aufgeben? Das weiß ich nicht. Ich sage nicht, das und das ist jetzt die Entscheidung, die du treffen sollst. An dem Punkt bin ich Foucault sehr nahe und achte ihn und würdige ihn als großen Denker und sage, da müssen wir die leere Mitte respektieren. Das bist eben du als der Einzelne, der hier sieht, in der Mitte des Turms steht Super Mario. Und der sagt dir, wann etwas richtig ist und was falsch ist. Und wenn es Charity ist und wenn es einem guten Zweck dient, dann ist es gut. Denn das ist deine Ideologie. Das ist die Geschichte, die du dir erzählst, damit du weiter jeden Tag 8 Stunden lang Super Mario zocken kannst. Und genau auf die selbe Art und Weise funktioniert das immer. Der triebgestörte Mensch, der sich jeden Tag Pornos reinzieht, stundenlang, sagt ja nicht, ich bin krank. Der sagt dann, ich lebe meine Sexualität aus und bin ein offener Mensch, der eine normale, gesunde Beziehung dazu hat und der nicht so gehemmt ist und kaputt wie die anderen. Er definiert sich und seinen Rahmen dann, indem er sich als den anderen gegenüberstellt, die außerhalb des Kreises sind und die Bösen, und merkt nicht, dass das die Rechtfertigungsstruktur ist, mit der er sich sein eigenes Grab schaufelt. Und das ist dieses Todestriebprinzip. Freud hat das nicht ansatzweise so ausgearbeitet wie ich, aber er hatte auch nicht den Hintergrund von Foucault und von Lacan und von Heidegger und von diesen ganzen Figuren, die nach ihm gekommen sind, und war sehr früh an der Reihe, ist der jüngste von all denen hier, ne? Und dementsprechend möge man ihm das dann halt eben vergeben, dass das nicht bis ins kleinste Detail so ausgearbeitet ist, aber es ist bei ihm schon angelegt. Alle diese drei Kandidaten sind Atheisten. Alle diese drei Kandidaten glauben an gar nichts. Und sie haben auch keine Lösungen präsentiert. Nicht wirklich. Sie haben sehr gute Beobachtungen gemacht. Und sie versuchen alles zu beschreiben als ein hoffnungsloses Weltgeschehen. Als etwas, wo der Glaube an Mystik, der Glaube an Spiritualität, der Glaube an Transzendenz, das, was ich letztes Mal so stark gemacht habe, wertlos sind und ersetzt werden müssen durch eine eigentlich ziemlich dumme und inhaltsleere und schwache Form des Genießens. Und das ist auch das große Problem. Das Genießen ist nichts anderes als der pure Todestrieb. Ich will genießen. Das ist wie das bei Aktion Mensch, ja. Ich will in der Hängematte liegen und genießen, aber gleichzeitig soll ein Rahmen entstehen, der sagt, du hast gespendet, du hast deinen Beitrag geleistet, du hast was Gutes für die Welt getan. Gutes tun und entspannen. Das ist die perverse Logik des Todestriebes, die einem davon abhält, wirklich aktiv zu werden. Das ist das Heuchlerische daran. Und es ist überall. Es ist bei Charity-Veranstaltungen, es ist in der Klimadiskussion. Jedes Mal, wenn sich irgendjemand eine Bio-Salatgurke kauft und meint, er sei dann besser als sein Nachbar, der sich die Rindswurst reinknallt, was man nicht tun sollte, weil Fleisch nicht so gesund ist. Die Gurke ist die bessere Alternative. Aber darum geht es nicht, ne? Jedes Mal, wenn jemand den Finger erhebt. Jedes Mal, wenn das passiert. Und es geht dabei nicht um Fakten. Natürlich ist die Gurke gesünder als das Stück Fleisch. Nicht unbedingt, aber jetzt pauschalisiert ausgedrückt, ne? Natürlich ist das so.
Natürlich gibt es diese ganzen Fakten, aber die Fakten zählen nicht. Es geht darum, dass auch Gesundheit und der gesunde Körper zum ideologischen Objekt werden kann, zur Episteme werden für den Einzelnen, um den Begriff Foucault zu verwenden. Ja, der Einzelne sagt, Gesundheit ist der höchste Wert und alles, was ich sehe, trimme ich auf Gesundheit. Der kleine Mann in mir, der sagt, guckt die ganze Zeit alle seine Subpersönlichkeiten an, den grimmigen Miesepeter und sonst wen und sagt, es ist alles okay, was ihr macht, solange es gesund ist. Du kannst bumsen, kleiner Raufbold in Zellenblock A47, wenn du ein Kondom benutzt. Du kannst Fleisch fressen, Nummer B37, wenn es Ökofleisch ist. Du kannst Fressorgien machen, Nummer C47, und dich ausleben und diesen Trieb ausleben, wenn du darauf achtest, dass du dann auch wieder irgendwie nach einem Cheat Day oder so, dass du dann wieder deine Diät weiter verfolgst. Das heißt, die große Ideologie ist die Gesundheitsideologie, die dann wirkt und die dann spricht aus dem Mann im Mittelpunkt. Und man hat sich dann selbst dieser Ideologie versklavt. Man hat sich selbst zum Sklaven und zum Instrumenten, zum Agenten einer Ideologie gemacht. Und sitzt weiterhin in seinem kleinen Gefängnisturm, aus dem man ja nicht rauskommt. Und es gibt nichts anderes als das. Und genau da, wo die sich alle so einig sind und in ihrer Hoffnungslosigkeit gegenseitig bejammern, kommt dieser Typ hier, Carl Gustav Jung, und sagt ganz einfach, halt's Maul. Fuck you all. Ist alles geil, was ihr macht, aber ich kann's besser. Und ich sag euch jetzt, wie es läuft. Ihr seid dieser Typ hier. Ihr seid in eurer komischen Höllenwelt und ihr seht die Sonne nicht. Weil ihr sagt, die Sonne ist nur irgendein komisches, abgefucktes Symbol. Das ist irgendwie sowas Spirituelles und davon wollt ihr nichts wissen. Ihr habt euch abgewandelt. Ihr seht die Ketten, die euch am Hals und an den Füßen liegen. Ihr seid im Reich der Natur, in der Erde. Ihr seid im Körperlichen. Ihr seid gefangen. Ihr seid gefickt. Wenn ihr da raus wollt, dann nützt es nichts, dass ihr immer so runterschaut und immer so depressiv seid. Ihr müsst einfach begreifen, dass ihr da total auf dem Holzweg seid. Ihr seid in dieser strangen World und alles ist richtig, richtig scheiße. Ihr seht die Geister und die Teufel und die Dämonen, aber ihr wendet euch nicht dem Transzendenten, dem Besseren zu. Ihr übersteigt das Körperliche nicht. Ihr seht nicht, dass man aus den Spielwelten, den Videospielwelten, im Todestrieb rauskommt. Dass es mehr gibt als nur Würmer und dass es mehr gibt als nur diesen ganzen Fuck hier. Wir sind nicht alle nur zum Sterben verdammt. Es gibt auch Jesus Christus. Es gibt auch Gott. Es gibt auch das kollektive Unbewusste und den Hang im Menschen, die Sehnsucht nach mehr. Und es gibt auch eine Entwicklung. Es gibt auch sowas wie so ein, was Hegel beschrieben hat beispielsweise, oder Fichte oder andere Denker, ja, die auch cool waren, die gesagt haben, es gibt in der Geschichte mehr als nur diese Episteme, die keine Beziehung zueinander haben. Zwischen den Epistemen, diesen Kreisen, die ich da, den einen sieht man hier noch mit dem Kopf von Freud gezeichnet hatte, da gibt es eine Verbindung. Und diesen Shit nennt man Synchronität. Ja, wir wissen das. Wir haben plötzlich so Erlebnisse, Déjà-vus, alles Mögliche. Wir wissen, dass Dinge irgendwie zusammengehören. Und es gibt Entsprechungen. Nicht alles an der Entsprechungslehre oder an der Ähnlichkeitslehre war einfach scheiße. Es gibt eine Welt, die ist gefährlich und die ist groß, die ist wild. Aber wir können uns auf sie einlassen. Wir können uns auf dem Weg zur Transzendenz machen, zum Spirituellen, zum Geistigen und das Körperliche verlassen. Yeah, man. Und das hat ihn auch so ein bisschen spirituell angehaucht, ne? Deswegen ist Carl Gustav Jung so jemand, der halt eher so von so Esoterikern und so gelesen wird. Und wird auch oft von so Leuten wie Foucault oder von Leuten, die sich auf Foucault berufen, verschrien. Und dann wird so gesagt, so ja, das war irgendwie so ein komischer Mönch. Der ist so abgegangen und hat so abgespacedes Zeug gemacht und war wahrscheinlich auf Drogen. Aber, Carl Gustav Jung war absolut kein Fan von diesem Drogenscheiß. Er war voll mega strukturiert und total cool. Er war wie Leon der Profi. Er ist einfach durchgegangen und hat gesagt, wir müssen die ganzen Scheiß-Arschlöcher alle abknallen und am Ende total cool da durchgehen. Wir dürfen uns nicht mit Drogen irgendwie abschießen, weil das nur dazu führt, dass wir zu früh mit Dingen konfrontiert werden, für die wir noch nicht reif sind.
Weil das ist der Punkt bei Drogen. Weil wir wissen zum Beispiel, dass es so krasse Drogen gibt, ne, irgendwelche Mescalin oder sonst irgendwas, die heftige Sachen auslösen, die total krass sind. Also es gibt Studien, die belegen, dass Leute haben das Zeug genommen, die haben krasse Erfahrungen gemacht und so. Und dann sind die hingegangen und haben gefragt, ja, wie wichtig ist das für euch, ne? Und die Leute, die diese Drogen genommen haben, haben gesagt, das war krasser als die Geburt meines Kindes und so ein Shit. Also richtig heftig. Aber Carl Gustav Jung würde sagen, no, 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 das ist alles Mist. Ihr habt nur so ein bisschen was von der höheren Welt hier gesehen, von der Sonne, die da oben rechts ist, aber ihr habt sie nicht wirklich gesehen. Ihr seid eigentlich mit den Drogen nur noch tiefer in die Materie gegangen. Ihr habt in diesem Schritt nach vorn, seid ihr nur noch tiefer in eure Ketten geraten und idealisiert jetzt die Natur und die Drogen, das Schamanentum und seid auf dem richtig, richtig abgefuckten Weg nur noch tiefer in den Shit rein, in dem ihr ohnehin schon seid. Ihr habt euch überhaupt nicht befreit. Ihr habt euch betäubt. Und mit den Drogen habt ihr euch nur wieder zurück an die Matrix angeschlossen und werdet vom Wirbel eurer unbewussten Kräfte von der Hölle in euch zerfickt. Und denkt, ihr seid Herr darüber. Aber ihr seid gar nicht Herr. Ihr werdet hin und her getrieben und mit staunenden Augen guckt ihr durch das Unbewusste. Diejenigen, die mit Drogen den Weg zum Unbewussten öffnen, die haben es voll verschissen. Das ist das, was in einer etwas moderneren Form Carl Gustav Jung heute sagen würde. Carl Gustav Jung ist ganz gewiss nicht jemand, der sich für das, was man heute unter freier Liebe und unter Drogen und unter Schamanentum oder sonst irgendwas alles versteht, eingesetzt hätte. Carl Gustav Jung hat Griechisch und Latein gelernt und sowas. Das war nicht jemand, der in der Hängematte gelegen hat und Joints geraucht. Ja. Und deswegen berufe ich mich auch eher auf ihn, weil ich halt eben sage, wenn man sich auf das Feld der Esoterik und der Hoffnung und des anderen einlässt, dann sicherlich nicht wie ein Junkie. Wer das tun will, der ist auf dem komplett anderen Weg als den ich vorschlage. Weil der Weg, den ich vorschlage, braucht verdammt viel Geduld. Und der läuft eher über das Denken in erster Linie und nicht über irgendwelche komischen spirituellen Erfahrungen. Der ist eher so wie das hier, eher sowas wie eine Selbstdisziplinierung. Ja? Also im Sinne von der Erzengel Michael überwindet genau das, was die Drogen eigentlich hervorbringen. Nämlich das Tierische und Satanische. Die Drogen lassen dich nur deine Triebe sehen. Die Drogen verstärken deine Gefühle und den Todestrieb und den ganzen Wahnsinn in dir. Und du siehst ihn total klar in seiner ganzen Verführungskraft und verfällst ihm. Der Erzengel Michael hat eine Disziplin. Er erwirbt sich Wissen. Er lernt das. Er erarbeitet sich das. Er ist auch in enger Analogie zu der Idee, die im Christentum ausgedrückt wird. Die Idee im Christentum ist, das Körperliche zu übersteigen und nicht es mit Drogen erst recht zum Feuern zu bringen. Eine andere Art von Geistigkeit zu entwickeln. Sich dem Geist über den Geist hin zuzuwenden und nicht über den Körper. Nicht zu versuchen, mit dem Körper den Geist zu erobern. Das ist der falsche Weg. Und das ist auch das Problem. Dieses systematische und der systematische Ansatz eigentlich des Westens, der ist sehr stark verloren gegangen durch diese ganze Drogen- und seltsame Schamanismusbewegung. Ich will nicht sagen, dass alles, es gibt tolle Leute in Indien, es gibt tolle Leute überall, aber dieses alles, was in Verbindung mit Sexualität und mit Drogen steht, ist ja der Versuch über das Körperliche, über das Tantrische und über diese physische Art und Weise zum Göttlichen zu kommen. Anstatt eben sich selbst zu überwinden und Opfer zu bringen. Anstatt eben zu sehen, dass das Physische in Jesus am Kreuz stirbt. Dass das überwunden wird. Na, und wenn man genau hinsieht, dann sieht man, dass das auch eigentlich das Element ist, das Hauptelement ist. Das wichtigste Element ist, was in diesen Spielen zum Ausdruck kommt. Darum geht es eigentlich.
Ne? Und deswegen müssen wir diese Kräfte, auch diese obsessive Kraft, die es uns möglich macht, in dieser Art und Weise ein Super Mario Spiel zu spielen, das wir so perfektionieren, nutzen, um es in den Dienst des Geistes zu stellen. Und genau das ist die Idee des Christentums und das ist die Idee des Erzengel Michaels. Ich kultiviere meine Kräfte und meine Fähigkeiten, um sie in den Dienst des Geistes zu stellen. Und das, was ich mit dem Tod des Fleisches finde, ist die Wiedergeburt im Geist. Und eine höhere Art von Ethik, die sich nicht aus dem Genießen speist, sondern aus einem Weg der Selbstverleugnung und Selbstdisziplinierung und Selbstdemütigung. Und das ist der Weg des Helden. Und dieser Weg des Helden, die Heldenreise, wurde beschrieben von keinem Geringeren als eben jenem Carl Gustav Jung. Einem Schüler Freuds. Von dem Freud sich dann distanziert hat und umgekehrt, bis zum gewissen Grad, aber es gibt viel Übereinstimmung. Nur der Punkt ist, der große Unterschied ist, dass eben Carl Gustav Jung sagt, es gibt den Weg zur Transformation. Es gibt die Chance, aus diesem Leben mehr zu machen, als bloß von einem Zirkel in den anderen zu springen. Und es gibt ein höheres Licht, an dem wir uns orientieren können. Aber um dorthin zu kommen, nützt es nichts, in die Technik und nach vorn und in den großen Fortschritt zu schreiten. Und übrigens, das hat Foucault auch schon eigentlich auch erkannt, dass das eigentlich nicht funktionieren kann. Aber er hat es nicht so konsequent gedacht wie Carl Gustav Jung. Das konnte er nicht, weil seine Ausgangspunkte anders waren. Aber wie gesagt, Carl Gustav Jung sagt eben, das nützt alles nichts, in diesem Fortschritt zu gehen und so weiter. Wir müssen in uns selbst gehen. Und da ist er sicher auch sehr einig und da gibt es auch Parallelen zur indischen Philosophie und so weiter. Aber auf diese ganzen indischen Philosophien, Geisterwelten, Esoterik und so weiter, auf dieses ganze Zeug. Und darauf gehe ich überhaupt nicht ein. Und zwar aus einem ganz simplen Grund. Das ist eine hochgefährliche Welt. Ich bin komplett gegen Drogen, gegen voreilige Schlüsse, dagegen, dass man sich zu schnell und zu früh mit diesen Bärchen und Triebwelten und diesen gefährlichen Welten auseinandersetzt. Ich bin dafür, dass man diesen Weg, the Hero's Journey, dieser Weg ins eigene Unbewusste und in die Traumwelten und auch in die Gefahren der Traumwelten, kombiniert mit der eiskalten und mechanistischen Logik, die brillant zu Ende geführt wurde, eines Foucault und eines Sigmund Freud. Dass man diese Dinge zusammendenkt, dass man sagt, ich übernehme von Foucault die brillanten Begriffe, von Freud die Offenheit und die Fähigkeit, Dinge auch dramatisch zu Ende zu denken und die Gefahren des Triebes zu sehen und die Struktur der Triebstruktur, und die Ambiguität der Seele. Und von Carl Gustav Jung übernehme ich den Optimismus und die Bereitschaft, nicht alles immer nur als Ausdruck der Hölle zu sehen, sondern auch zu versuchen zu identifizieren, wo in uns, wenn alles Höllische und Körperliche gestorben ist, ein Platz, ein Raum eröffnet wird, auf dem eben die neue Kultur wachsen kann, die letzten Endes auch die Demokratie hervorgebracht hat, die eben nicht bloß nur ein Instrument sein muss, notwendigerweise, auch wenn sie das oft ist, für irgendwelche Leute, um sich dadurch Macht zu erwerben über andere. Ich glaube, dass es einen göttlichen Funken gibt, der in der Geschichte wirkt und in uns und der sich in dem widerspiegelt, was wir Transzendenz nennen, der aber nur erarbeitet werden kann durch Disziplin und nicht durch in der Hängematte liegen und Joints rauchen. Das ist mein Angebot. Das ist das, was ich tue.